Ja, hi. Hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der letzten Folge haben wir die ersten Missionen abgeschlossen, genau zu sein, die. Und wir machen uns jetzt auf zur Mission Nummer 4. Ein lochiges Gemüsebeet. Was für eine Katastrophe. Boogie Pete und seine Kumpanen haben uns in den Hinterhalt gehabt. Was noch schlimmer ist, dass unsere Unterwasseroperation bald unter Wasser steht. Wenn das so weitergeht, seine Kumpanen haben tatsächlich angefangen, giftiges Wasser einzuleiten. Passen Sie bloß auf diese über- und unterdurchschnittlich Bösewichten, während Sie sich auf dem Weg nach oben bahnen, um das Wasser zu vermeiden. Sicher finden Sie dabei noch ein oder zwei Zusatzgeräte. Wasser am Arsch. Was macht das denn überhaupt von Unterschied? Die sind Würmer, die können da sowieso von Wasser sterben. Ob das jetzt giftiges Wasser ist oder egal. Keine Ahnung, Missionen sind ja relativ kurz. Wir haben in der letzten Folge 3 geschafft, deswegen, ja. Doch ein bisschen kürzer, als ich gedacht habe, aber naja. Ich will mal kurz hier was gucken. 7%, bockal. Ja, okay, dann weiter. Aber wenn das so weiter so schnell geht, dann dauert das Projekt nicht so lange, okay. Also, wir schon gedacht, dass das Spiel nicht so lange dauert, aber das ist ja dann Rekordzeit vielleicht. Weiß ich nicht. Aber so 20 Parts werden das doch bestimmt irgendwie so halten. Hinterhalt, der Feind hat uns überrumpelt. Jetzt ist ein Feind, na nur so ein Poch. Oh, jetzt regnet es. Oh Mann. Leute, hört auf, das so schnell immer wegzumachen. William Orm, wird das den Sieg? Okay, ich nehme mal hier Zeug alles mit. Teleport. Ich soll ja weg vom Ding jetzt gehen, ne? Vom Boden nehme ich an. Wir haben so ganz viel Zeit. So, Teleporter, wie geht das nochmal? Einfach irgendwo hin, ne? Weiß nicht, wo bin ich denn sicher? Teleportiere mich mal. Nein. Ich bin jetzt teleportiert. Ja, okay. Warum hat der einen das weniger bekommen? Der Willen ist einfach nur. Das sind. Meine Güte, das sind 6 Leute, glaube ich. So, sind hier nur so Kisten. Nirgendwo, meine. So, du hast dich da wegteleportiert. Dann teleportiere ich mich schön hier hin. Idiot. Ich glaube, wir sind zu dritt, oder? Hier zu viert. Immer die gleichen 4. Schnell da weg. Da muss ich die auch noch töten, ne? Die teleportieren sich auch durch die Gegend, ne? Irgendwie bringt das nichts. Er ist gesunken wie die Titanic, sehr gut. Was? Ich habe nur noch einen. War noch so ein Ding. Tough luck, Olaf. Wie? Tut mir leid, jeder für sich. Die wird schon mal einfallen. Nein! Oh nein. Nein, nein, nein. Nein! Oh, das ist gar nicht mal so schlimm. Da kriegst du zurück. Ja, schon wieder einer von ihnen weg. Und nun? Hier. Weiß nicht. Ja, da kann ich ja noch mal was machen, ne? Weißt du nicht, Ding ist ja sterben. Kann man nicht irgendwie. Ja! Das ist doch schon besser. Ist so, dass man irgendwie vergrößern konnte. So, komm ich jetzt überhaupt da hoch? Ja, ne. Ich dachte, ich könnte mich noch ein bisschen weiter bewegen. Ich dachte, mein Zug geht dann noch weiter. Alter, jetzt sterbt ihr alle. Ja, da habe ich mir schon gedacht. Boah. Was habe ich denn für Waffen überhaupt? Wenn ich was reißen kann.
Ich war ein bisschen Scharfschutzkünste ja zeigen. Warte mal, ich muss euch doch nur da runterschießen eigentlich. Verdammt. Aber boah. Warum ist Bogey Pete? Ja, Pwn. Nein, 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 nein. Oh. Nein, irgendjemand ist abgetaucht. Dreck. Nein. Nicht unser Hauptcharakter. Ah, der hat kriegst du zurück. Pete, der Boogie. Ja, toll. Ich muss ja auch nur da runterschießen, ne? Ich kann nie im Leben. Nein! 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 Oh mein Gott, Olaf ist immer noch am Leben. Nein, 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 nein. Sehr gut. Nein, der kommt immer noch nicht dran. So, ich werde wohl da rüberkommen, oder? So, na warte, ich komme dir darüber. Nein, na? Das war's. Was? Er ist geflogen. Oh Gott, Olaf lebt immer noch. Aber bewegt sich ein bisschen nach links. Nein, ich hoffe ihn. Nein, Olaf ist auch tot. Ey. Okay, das war's wert. Wir haben gewonnen irgendwie. Ja, schon wieder. Und der ist so ein komische Frisur und so ein Bart. Oh, Gold! Das ist gut, oder? Gibt's auch Platin. Dann wäre ich euch angepisst. Ja. Warum geht das nicht auf, Mann? Oh, was? Déjà-vu. Sehr gut. Schrotflinten-Contest 2 und ein Loch im Gemüsebeet, okay. Dann weiter. Es gibt Eisbaby. Hatte dieser abgebrühte Wurm von nichts mehr Respekt. Der Schaf, die Bauer Boogie Pete war, war wer sonst? Hat er eine ganze Herole unserer heißgeliebten Schafe entführt und hat vor, sie ins eiskalte Wasser zu stoßen. Er hat ein großes Loch ins Eis abgehauen, ganz in der Nähe des Weihnachtsbergs. Entschuldigung, das könnte ihr letztes Bad werden. Suchen Sie einen Ausweg, gebieten Sie in Hinrichtung Einhalt. Okay. Du ein Schaf umbringen oder was? Keine Ahnung. Standet jetzt da? Weiß ich, ich kann nicht so schnell. Jetzt liegt dann die Abarte Spezialwurm zu gebieten. Meistens gibt es diesen Kühlschrank ein oder zwei. Heute nicht. Prüfe ihn ausgeschaltet. Ohne ihn gibt es ein großes Loch. Sehen Sie sich das an. Wie kann das nur antun? Für dieses Loch immer so scharfe. Ich kann nicht so schnell lesen, meine Güte. Ich bin nicht der Stärkste von meiner Zeiten. Das Gesicht habe ich ihm aus dem Gesicht. Und wenn ich dabei drauf gehe. Boah, William Orm gegen Boogie Pete. Ah. Ohne Waffen. Was? Oh, dann komme ich dir rüber. Oh, warte, hier liegt irgendwo was. Ja, ah, da ist eine Höhle. Zweimal Frost, okay. Ich glaube, das macht einen unbesiegbar, oder?
irgendwie in Deckung geht vor dem oder wie. Ich treffe mich doch nie im Leben, hallo? Ich mit einer Granate. Was? Warum? Frost, okay. Und sagt einfach mal am Ende des Zuges kann er schaden. Ja, nicht so, als hätte ich irgendwas anderes, ne? So. So, war da gar eine Dose? Haben die da in der Hand? So, machen wir das mal. Müsst ihr mich nur mal treffen, irgendwie. Ich sehen kann, ob ich unbesiegbar bin oder irgendwie sowas. Nein! Muss ich die Balken vielleicht darüber stellen, damit er ihn nicht hinrichten kann oder wie? Warum sich zu ihm rüber? Oh, Hilfe! Wahrscheinlich die Balken benutzen, um darüber zu kommen, ne? Wann trifft er mich doch locker? Ich geh mal nach Bar. Ist das Ding hier? Ich war lieber hier. Wie OC. Ha! Zeit ist fast um, okay. Vielleicht hätte ich die Balken ja darüber schicken sollen, keine Ahnung. Da komme ich jetzt darüber? Nee. Was? Oder komme ich darüber? Weiß ich nicht. Komm schon, dann schaffe ich doch, oder? Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es, jawohl. So, jetzt bist du dran. Stopp mir die sinnlose Schafstöterei. Mohoa. Vielleicht mal gucken sollen, ob im Kühlschrank irgendwas drin ist, ne? Vielleicht ist da ja ein Geheimnis gewesen oder so, keine Ahnung. Ist doch zugefahren, unsere Schafe sind in Sicherheit. Boah, das wird denn gar nicht frei. Ich kann nicht lesen, was da steht, so schnell. Okay. Was ist mit dem Typ mit dem Stirnband, ey? Was jeden zweiten Clip drinne. Hier sogar eine Augenmusik machen. Okay. Das heißt, hat Gold. Okay. So, und wieder der. Es ist immer die gleiche Kiste. Ich weiß was. Ich schieße sie auf. Was? Hat nicht geklappt. Okay, dann hau ich sie gegen den Boden. Das wird bestimmt klappen. Das nicht klappt, auch mit meinem Kopf eben dagegen. Verdammter Dreck! Wo? Oh, Schlüssel. Hoho. Mach mal auf. Wird schon nichts Schlimmes drin sein, ne? Was ist da drin? Hä? Au! Oh, irgendwie bin ich froh. Keine Ahnung. So, es gibt Eisbaby. Sehr gut. Weiter. Der Unfall der Ringelwürmer. Heute ist Allerheiligen und wieder sind die Untoten aus den Gräbern emporgestiegen, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Bevor die Nacht um ist, müssen diese listigen, aufrechten Leichen wieder in ihre wurmdurchtränkten Gräber zurück. Setzen sie alles ein, was sie finden können, um sich die Aufgabe einfacher zu machen. Bringen sie alle um die Ecke, damit sie den Morgen erleben. Kein Ding. William schafft das schon. Ah. Ist jetzt schon eine vielseitige Mission, wo ich mir so mehr Schlachten ein bisschen wünschen würde.
Oder normal schlachten kann man ja so machen eigentlich. Hallo Kumpel, schöne Nacht, nicht? Ja, ich weiß irgendwie, weiß nicht, irgendwas ist hier faul. Was soll denn faul heißen? Das gefällt mir kein bisschen. Das ist so gruselig. Ich fühle mich komisch. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Action. Okay, William Orm ist alle. Was? Muss ich die alle töten? Oh. Oh, da ist eine normale Schlacht, okay. Was haben wir denn hier noch? Erstmal hier einsammeln alles. Wie Achtung. Zielflugrakete. Geil. Was hat denn? Wikinger-Axt. Normal. Was? Weißt du was? Dich schieße ich als erstes ab. Oh Gott. Nee. Ja, hab ich gesehen. Der schießt jetzt... Ja, er schießt ihn direkt ab. Ich bin dir als erstes angezogen. So, Rainer. Mach die alle. Captain Harsh oder Captain Arsch. Er hört sich jetzt vielleicht wie das andere Wort an, aber nein, das habe ich nicht gesagt. Warte mal, Jay, was? Haben wir... Er braucht schon Skill. Wenn man den kann. Pff, voll respektlos. Wer fährst mit Unterstützung? Energieschub. Hol sie, Jay. The Heartlets. Okay. Mein Gott, die klingen sogar wie Zombies. Nein! Einer Skill ist ertrunken. Jay zeigt keine Reue. Bob verklopft, wittert den Sieg. Warte, wie könnt ihr es wagen? Das Leben kann ich mir holen, aber wenn ich hier runterfall, bringt das auch nichts. VJ, du hast den getötet. Hä? Zieh mal meinen Finger. Hä? Nee, nicht? Okay. Bastard. Hat er einfach den Dings da, den Rainer weggehauen. So, wehe, der haut irgendjemand drauf jetzt Bob weg. Nein, da zieht schon einen auf den. Tja, das war daneben. So, William, dass der noch überlebt hat, das ist echt überraschend. Weiß ich nicht. Ich teleportiere mich mal hier raus. Und zwar... Direkt ein Item rein. Ich glaube nicht, dass ich getroffen habe, aber egal. Splitterbombe. Ach, der trifft doch nicht, oder? Ne. Oh, zieht mal. Das sieht so aus, ey. So, jetzt... Wo war der eine, der die ganze Zeit hockt? Hey, du, komm mal da runter. Genau du. Bams. Sehr gut. Jetzt nur noch der da hinten. Den kriege ich auch noch. Ich habe noch einen Schuss, der ist genau für dich. Was siehst du denn hin? War. Sind nur zwei von uns übrig? Ja, positionier dich ruhig da in der Ecke irgendwo. Ja,
Nein, nein, nein. Komm mir nicht zu nah. Warum? Warum? Ich da unbescheid irgendwie runter. So, wie du wolltest mich da abschießen. Ob das reicht? Ich glaube nicht, ne? Warte mal, guck mal her. Wir erledigen das mit Stil. Was? Was? Wie 1 und 1? Oh, leck mich. Das machst du jetzt nicht, ne? Wie Feuerfaust. Oh! Kaioken! Ja, nicht Kairo, ey. Warte, aber jetzt ist das Ding weg, ey. Ja, nee, keine Ahnung. Nimm das mal. Ich hab keinen Platz mehr in meinen Taschen. Nein, es ist ja genau bei mir. Es geht da auf mich los. Nein. Okay. 74, ganz schön stark. Wieder wird da Medizin gespendet. Nein, war überhaupt nicht schwierig. Und da kommt wieder ein Esel oder eine Taube oder keine Ahnung. Nur Bronze diesmal. Alles gut, dass es denen immer gut geht. So, dann machen wir die nächste Folge, in der nächsten Folge, die nächste Mission in der nächsten Folge von Let's Play Worms 3D. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.